Auf dem Nürburgring lernen Sportfahrer-Anfänger die Grundlagen unter Kontrolle von Chefinstruktor Andy Gülden. Warte Gott. Ja, komm. Ja, der Felix hat sich schon wahrscheinlich gemeldet. Das ist weiß, der F3 hört sich relativ krank an. Das muss wahrscheinlich zwischen Ruhe 8 sein. Ja, ist verstanden. Der fährt jetzt da auch Bello und was dahinter. Ja, alles klar, danke. Die Jungs haben gerade gemeldet, dass ein Fahrzeug ein bisschen komisch klingt. Und wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass da wahrscheinlich ein Endtopf, ein Auspuffteil dort am Streckenrand liegt, dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es von dem Fahrzeug ist, wenn er komische Klänge von sich gibt. Das werden wir natürlich beobachten. Wir schauen uns das Auto mal an. Gott sei Dank ist aber ein Streckensicherungsfahrzeug sowieso auf der Strecke, ist gerade hinter dem besagten BMW und wird das Auto jetzt sicher hier wieder zu uns zurück begleiten. Ah, man hört schon, klingt nicht ganz gesund. Also wir werden es mal anschauen müssen, ob da der Auspuff defekt ist. Motorproblem, oder? Because of the exhaust? Huh? Maybe you lost a piece of the exhaust. So, but we need to check it. Yeah, just park over there, please. Thank you. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Teil vom Auspuff verloren hat, ist sicherlich gegeben. Aber da kann man sich jetzt drunter legen. Aber die Frage ist, ob man irgendwas sieht. Problem mit Engine. Not the exhaust. Also man hört es schon, ne? Da sind sicherlich die Verbrennungen vom Motor. Das zündet nicht mehr so, wie es sein soll. Ja, man hört dort gewisse Fehlzündungen. Schade. Ja, aber ich bin in der Form schon mal happy, weil für mich ist jetzt das Allerwichtigste, verliert er ein Betriebsmittel, so sagt man, damit meine ich, legt er eine Ölspur oder legt er eine Kühlwasserspur. Das sind genau die Momente, die du auf der Nordschleife so gar nicht brauchst. Deswegen ist immer auf Betriebsmittelverlust extrem drauf zu achten. The plan is, you need to stop now, right? So you cannot continue, I think, with such a problem. It's better to stop, but at the end you know best that everything is so expensive. We already have a failure, so it's better to stop, otherwise you will kill the engine completely. Yes. Sorry. Thanks. Thank you. You do. Maybe next time. Maybe next time. Um 13 Uhr haben die Rennfahrer Mittagspause. Gelegenheit für Andy Gülden, die Strecke nach Autoteilen oder Ölspuren abzusuchen. Jetzt klemmen wir uns einfach hinter unser E-Unit-Fahrzeug. Das ist sicherlich der coolste Pickup in der Eifel. Unter der Ladefläche, da gibt es diverse Löschmittel. Es gibt Berge, Werkzeug, also Hydraulikscheren beispielsweise. Und die Jungs sind sogar so gut drauf, die können sogar Bindemittel versprühen während der Fahrt. So eine Ölspur ist damit ratzfatz abgestreut und entsprechend wird sich dann um unsere Sicherheit gesorgt. Und das ist natürlich cool. Die Strecke ist frei und das Training geht weiter. Für Nils Stahl kommt jetzt der Höhepunkt des Sportfahrerlehrgangs. Eine Privatstunde mit Rennfahrer und Chefinstruktor Andy Gülden. Wir fahren erstmal gemütlich auf die Strecke. Sei schön vorsichtig. Wenn es hier auf die Strecke geht, wollen wir zwar zügig durchbeschleunigen, aber erstmal rechts bleiben. Jawohl, sehr gut. Spiegel checken, Strecke ist frei von hinten. Dann bleiben wir erstmal am Gas. Ein paar Bodenwellen folgen und dann geht es hier ganz, ganz zärtlich ins Hatzenbach-Geschlängel hinein. Keine wilde Action am Lenkrad vollführen, sondern den Rhythmus spüren. Hatzenbach, das ist der Walzertanz der Nordschleife. Hier kann man innen den Curb mitnehmen und wir überholen das erste Auto. Sehr gut, sei vorsichtig. Hochreichen, nochmal eine enge Schikane. Wollen wir lange rechts bleiben
Und links raus nehmen wir dann den Schwung mit. Es geht bergauf, wir brauchen den Schwung. Super geil, die schnelle Bergaufschikane, sei vorsichtig mit den Curbs. Die sind hier wahnsinnig steil, da müssen wir von wegbleiben. Und gerade so an der Kuppe angekommen. Leicht angebremst, früher einlenken. Dann versuchen wir mal rechts auf den Curb. Ja, ist kein Problem, sind die entlasteten Seiten des Autos jeweils. Passiert nichts. Blinde Rechtskurve, ganze Streckenbreite ausnutzen und vielleicht sogar ein klein bisschen mehr. Geht's raus bis über die Rasengittersteine. Das ist natürlich gut, wenn man weiß, wo sind die Rasengittersteine verbaut. Wir sind im Brünnchen, Zuschauermagnetspunkt. Hier wollen wir gut aussehen. Ja, hier heißt es lächeln, Streckenbreite ausnutzen, kurz beschleunigen und Brünnchen 2, aufgepasst, knackig einlenken. Lenk ein, bring das Auto an den Scheitelpunkt heran. Dann geht das alles Vollgas hin zum kleinen Sprung. Pflanzgarten 1, 3, 2, 1, hip. Der kleine Sprung, sehr, sehr gut. Und dann kommt die letzte Kurve für uns, der Galgenkopf. Und wir haben maximalen Schwung für die Döttinger Höhe. Und ich sage, Nils, super geil. Vielen Dank. Das war eine echt schnelle Runde mit dir. In dieser schnellen Runde hat Nils Stahl bis zu 220 km/h auf dem Tacho. Er ist 2 Minuten schneller um den Ring gefahren als am Vormittag. Das sah richtig gut aus. Danke. Nee, aber es war auch ein angenehmes Tempo. Also das waren jetzt keine 100% gefahren, sondern halt nur diese 80, damit halt falls, oder 90 eher. Aber so ein bisschen Luft muss man sich halt noch lassen. Nee, aber das hat richtig Spaß gemacht, richtig gut. Also das stimmt so nicht. Das sagt jetzt der Nils. Ich bin 110%, ich bin volles Rohr davor weggefahren. Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, Los Pilotos. Leider Gottes trennen sich jetzt hier unsere Wege. Das war ein ganz, ganz toller Tag mit euch. Jetzt haben wir natürlich noch Geschenke für euch in Form von Zertifikaten. So, der Nils. Sehr gut gemacht, Nils. Dankeschön. Jetzt. Hat sich sogar getraut, bei Manni mitzufahren, ne? Ja. Knapp 1200 Euro kostet das Training mit Übernachtung und Verpflegung. Neben dem Spaß auf der Rennstrecke nimmt Nils Stahl auch etwas für den Alltag mit. Also ich nehme auf jeden Fall für den Straßenverkehr aus dem Training das Thema Blickführung mit. Weil das war eigentlich das, was hier so hauptsächlich, finde ich, behandelt wurde und einem so eingetrichtert wurde über die Runden. Dass man halt einfach weit guckt, sich Punkte aussucht. Natürlich in der Straße brauche ich jetzt, im Straßenverkehr brauche ich keine speziellen Einlenkpunkte, aber das Thema Blickführung ist ja eigentlich immer wichtig. Also es hilft auch im Straßenverkehr aufmerksam zu fahren und halt zu gucken. Das nächste Fahrertraining auf dem Nürburgring findet im Frühjahr statt. Für Chefinstruktor Andi Gülden ist der Sportfahrerlehrgang noch nicht zu Ende. Er kontrolliert noch einmal die Nordschleife, ob nicht irgendein Teil auf der Strecke liegt.